Unreal Engine 4. Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Indie-Projekt namens Education. Ja, ist heute erschienen am 23. April. Also, wenn ihr das Video aktuell schaut, haben wir den 23. April und. Ja, um was geht es in diesem Spiel? Wir besuchen eine alte, verlassene Schule, wo vor rund 15 Jahren irgendwas Schlimmes passiert ist. Und dem Protagonisten, wo wir spielen, der heißt Bart Blake, der hat irgendwie Albträume von dieser Schule und möchte jetzt halt herausfinden, was genau in dieser Schule vor sich geht. Deswegen besucht er die jetzt und. Ja, es ist auf jeden Fall ein kleines Indie-Game. Es gibt insgesamt 6 Level, die relativ kurz sind, aber dafür ziemlich gruselig sein sollen und auch ein paar Rätseleinlagen soll es geben. Und ja, ich würde sagen, ich laber gar nicht lange rum. Schau jetzt mal ganz kurz hier Story. Man kann hier auf Deutsch einstellen. Also der Ton ist auf Englisch, aber der Rest müsste eigentlich auf Deutsch soweit sein. Und. Ja, ich würde sagen, wir starten mal ein neues Game und ich wünsche euch viel Spaß bei Education, was übersetzt so viel wie Bildung heißt, passt ja zur Schule. Und let's go! My name is Bart Blake, and I did some bad things in my youth. Yet I had dozens of friends who would stand by me, and parents who supported me through everything. I really did it all in good fun, not considering how I might have hurt someone. After all, many of my victims had a good chuckle over my pranks afterwards. In my nightmares, I constantly replay the good and the bad memories. There's lots of history here. Now here I am, once again, at the path to this school from my youth. I have yet to escape it. Okay, da sind wir auch schon im Spiel. Man kann sich umgucken. Steuerung ist wie bekannt WASD laufen. Und ja, er hat, wie gesagt, in seiner Vergangenheit schlimme Sachen getan. Wahrscheinlich viele Mitschüler gemobbt. Das gibt es ja heute auch noch, Mobbing. Und ja, jetzt wird er halt von Alb. Da will ich nicht hin, okay. Jetzt wird er halt von Albträumen geplagt. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das Spiel ist. Es kostet circa 3 Euro, also ist wirklich relativ günstig. Ist momentan auch noch im Angebot bei Steam. Für 2,50 € sowas, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Also, falls ihr Bock habt, das Game selber mal zu spielen, mache ich den Link unten mal in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch auch selber mal ein Bild davon machen, wenn ihr denn auf Horror-Games steht, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, wenn ihr meinen Kanal anschaut, dann seid ihr auf jeden Fall auch Fans von Horror-Games. So, Servus Leute. Ich habe oben links auch mal meine Facecam eingeschalten. Darf natürlich bei einem Horrorgame nicht fehlen. Und ich bin echt mal sehr gespannt, was uns erwartet. Die Musik auf jeden Fall schon mal sehr cool. Beruhigend. Wir haben aber auch keinerlei ja, Werkzeug dabei, also keine Taschenlampe oder irgendwelche ja, Gegenstände, wo man sich verteidigen kann. Ich weiß auch nicht, was es für eine Art Horrorspiel wird. Ob es einfach nur Psycho-Horror ist mit Jumpscares oder ob es da wirklich auch irgendwelche ja, Gegner gibt, wo man sich verstecken muss, beziehungsweise wo man sie besiegen muss. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir hier lang rennen. Sieht mir auf jeden Fall nicht wie ein Schulweg aus. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier gerade in einer Albtraum-Sequenz sich befindet. Ah, hier vorne. Ist auf jeden Fall irgendein großes Gebäude. Das ist eine sehr alte Schule, wie es aussieht. Okay. Ich glaube, mit E kann man interagieren. Grafik auf den ersten Blick ist auch relativ gut. Wie gesagt, Unreal Engine 4. Oh. Hier ist gleich mal was. Ah, eine Taschenlampe. Das ist sehr schön. Okay, mit F kann man es aus- und anmachen. Oder mit rechter Maustaste. Cool. Habe ich mir schon gedacht, dass man sowas kriegt.
weil kein Spiel Horrorgame ohne Taschenlampe. Also ich habe bis jetzt noch kein Horrorgame erlebt, wo ich keine Taschenlampe gefunden habe. Okay, das scheint also die Schule zu sein. Sehr einladend, Leute, sehr einladend. Bin ich doch gerade froh, dass meine Schulzeit vorbei ist. Okay, Kapitel 2 sind wir schon. Das ging aber schnell. Ist noch nichts passiert? To hell. Alles klar. Geil. Ist ja noch einladender. Man kommt die Tür rein und hört gleich irgendwelche Leute rumschreien. Das sind die Lehrer aber nicht so... Ja, weiß ich nicht. Liebes Tagebuch, heute war Klamotten auf links tragen Tag in der Klasse. Einmal in der Woche hat unsere Lieblingslehrerin Frau Redmond einen Spaßtag für uns. Alle meine Freunde und Klassenkameraden lachten eine Stunde lang, als wir in rückwärts und umgekehrt angezogene Sachen herumliefen. Oh, warum ist das Aufschreibe? Einer meiner Klassenkameraden, der ehrlich gesagt sonst eher nervt, hat sein T-Shirt sogar aufgeschnitten und wie kopfüber getragen. Und seine Hosen auch. Frau Redmond hat gemeckert, dass das zu weit geht. Aber wenigstens hat er noch Unterwäsche an. Okay, ja, sehr interessant. Das hilft mir jetzt wahnsinnig weiter. Und... da sollte man vielleicht nicht unbedingt reinlaufen. Ja, ich könnte ja mal in die Kommentare schreiben, wie eure Schulzeit so war. Kamera. Ich, war eigentlich nie so ein großer Fan von Schule. Man ist natürlich in die Schule gegangen, ganz klar. Aber... Alter, was ist das? Okay, alles klar. Sehr interessant. Liebes Tagebuch, Frau Redmond sagte, wir sollten unsere Sorgen und Probleme auf Papier schreiben. Nach einer Stunde nochmal lesen und dann zerreißen. Da gibt es diesen furchtbaren Schüler in meiner Klasse, Bart Blake, einer der größten Rüpel der Schule. Der reißt dir das Pausenbrot aus der Hand und isst es selber und holt sich im Sport den Ball mit Kopfstoß. Als wir den Spendentag hatten, hat er mir ins Gesicht gelacht, als ich ihn um eine gebeten habe. Während er diese teuren Armani-Hemden trägt, verwöhnter Schnösel. Außerdem macht er nie Hausaufgaben oder Projektarbeit. Okay. Also Bart Blake ist ja jetzt der Protagonist, wo wir gerade spielen. Oh, wir haben Schlüssel gefunden. Cool. Kann man da eigentlich springen? Nee. Man kann zwar rennen. Und da sollten wir, glaube ich, auch nicht... Also man sollte da, glaube ich, nicht reinstehen. Ich mache mal das Spiel ganz kurz ein bisschen lauter. Obwohl, ich muss auch hier ein bisschen lauter drehen. Ich hoffe, ihr versteht alles. Also Atmosphäre ist schon mal sehr, sehr geil. Muss ich sagen. Alte Schule, verlassene Schule. Sowieso immer ein richtig geiler Ort. Ah, okay. Kann man denn irgendwie... Ich guck mal ganz kurz. Interacted Flashlight. Wahrscheinlich tut er automatisch die Batterien aufladen. Was ist das, Alter? Okay. Die Frage ist halt auch, ob... Alles klar. Okay. Dann frage ich mich wieder, lieber Creepy Games, warum spiele ich sowas?
waren dann immer diese Hintergrundgeräusche, die komische. Ah! Geht gar nicht sowas. Ohne Scheiß. What? Okay, wir schauen natürlich jedes Klassenzimmer an. Möchte jetzt hier auch nichts. Hallo? Toll, da geht's gar nicht weiter. Na gut, dann schauen wir mal hier lang. Sehr geehrter Herr Blake, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Bart in allen 6 Fächern dieses Jahr eine 6 bekommt. Dazu zählen Englisch, Mathematik, Sozialkunde, Kunst, Musik und Physik. Nicht nur, dass Bart in allen Arbeiten versagt hat, wenn er überhaupt teilnahm. Außerdem hat er kein Projekt, Berichte oder Hausaufgaben rechtzeitig abgeliefert, wenn überhaupt. Es tut mir wirklich leid, aber er wird seine Klassenstufe nächstes Jahr wiederholen müssen. Darf ich Ihnen empfehlen, ihn bei einem Augenarzt vorzustellen? Ja, auf jeden Fall Musterschüler, muss ich sagen. Musterschüler Bart Blake. Überall eine 6 kassiert. Das ist sehr vorbildlich. Das habe nicht mal ich geschafft. Ich war jetzt auch kein wahnsinniger Musterschüler. Ja, da war kein Geräusch. Nein, ich schaue bestimmt nicht auf den Korridor nach. Nö, nö. Ehrlich gesagt, kein Bock drauf. Ist hier noch irgendwas? Ja. Ja, genau, Toiletten. Toiletten sind immer sehr einladend in Horrorspielen. Da freue ich mich doch drauf. Was ist das für eine Scheiß? Komische Kameras. Ist irgendwelche Achievements? Wo ich da einsammeln muss. Was die genau bedeuten, weiß ich aber nicht. Alter. Okay, da geht's nicht rein. Da geht's auch nicht rein. Geil. War ich hier schon drin? Ja. Ich glaube ja. Oh mein Gott. Muss ich irgendwie ducken? Keine Ahnung. Alter. Oh. Cool. Liebes Tagebuch, ich bin studierende Hilfskraft und bin in meiner Freizeit in die Schule gegangen, um dort auszuhelfen. Ihnen fehlt ein Lehrer. Ich habe etwas aus dem Lehrerzimmer gehört. Die Lehrer kommen noch herein, um das Lehrjahr abzuschließen. Ich hörte, Frau Redmonds Ehemann, Herr Redmond, habe vor, Barts Vater, Donald Blake, zu verklagen. Okay. Okay. Okay, wir müssen also sehr sparsam mit Batterien umgehen, merke ich gerade. Weil dann doch, hallo? Wie es aussieht, doch die Batterie dann leer geht. Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Hier. Kapitel 3 sind wir jetzt wahrscheinlich. Ja. Hä, jetzt bin ich draußen. What? The fuck, Alter? Ich will da nicht hin, ja.
Ja, geil. Hä? Kann hier aber auch keine Taschenlampe benutzen. Okay. Das ist sehr merkwürdig. Okay, hier gibt es noch was zu lesen. Donald Blake, Besitzer der Blake Kohleminen, beschäftigt nicht nur hunderte Leute in der Stadt. Er ist auch ein mächtiger, reicher Mann. Arbeiter und Bürger schauen zu ihm auf, wie er die Wirtschaft in der Stadt fördert, indem er Dutzende von Obdachlosen und Mittellosen Arbeit verschafft, damit sie sich eine Wohnung leisten und sich selbst versorgen können. Die Blake-Familie hat nicht nur ein neues Grundstück erworben, wo auf mehreren Hektar ein vierstöckiges Haus gebaut werden soll. Sie haben auch ein Ferienhaus am Strand gekauft. Donald Blake begann ganz unten als Kohlebergarbeiter und arbeitete sich hoch, geschätzt und bewundert von der Gesellschaft. Für ihn und die Stadt zeigen alle Zeichen nach oben. Okay, das ist auf den ersten Blick eigentlich sehr... Okay. Was soll ich jetzt hier tun? Toll. Alle Zeichen stehen nach oben. Ah. Okay, die gehen jetzt beide nach oben. Ah. Alter, das ist schwer. Die müssen wahrscheinlich beide nach oben zeigen. Okay. Ja, toll, was soll ich jetzt hier tun? Ah! Okay. Problem ist, ich habe keinerlei Schlüssel. Oh, hi. Hm. Liebes Tagebuch, alles Lügen in den Medien über meinen Chef und Kohleminenbesitzer Donald Blake. Kein Mann wurde je so gehasst. Der zahlt nichts an die Krankenkasse. Von meinem mageren Gehalt muss ich jeden Monat hunderte Dollar zahlen. Um die Nachrichten sind ein Witz. Mittel- und Obdachlosenwohnungen verschaffen. Wenn man eine Bruchbude mit hoher Miete als Wohnung zählt. Ich kenne keinen einzigen Bergmann, der ihn mag. Bei jedem Besuch verspottet er uns und behauptet, harte Arbeit würde sich lohnen. Als ob mir mein 12-Stunden-Tag irgendwas nützt. Okay. Was soll ich jetzt hier tun? Wahrscheinlich muss ich... Oh Gott, Alter. Ah! What the fuck, Alter? Was geht bei dem jetzt schief?
War das jetzt geplant? Rennt er jetzt da durch und ich muss ihm irgendwie unbemerkt folgen? Oder dreht er jetzt gleich wieder um? Ah! Kapitel 4. Alles klar. Dann haben wir es ja fast... Also momentan, also sehr, sehr extrem gruselig ist es bis jetzt noch nicht. Es ist ein bisschen verstörend. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade war hier für eine Aktion. War das irgendwie eine Traumsequenz? Was ist das? Muss ich die Teile einsammeln? Scheint so. Was sind das für komische Dinger da draußen, ey? Das sind auf jeden Fall irgendwelche Statuen, wo ich einsammeln kann. So, was haben wir hier? Liebes Tagebuch, mir gefällt nicht, was hier passiert. Abgesehen davon, dass Frau Redmond weg ist und die Kohlebergarbeiter kaum über die Runden kommen, mein Vater arbeitet da. Habe ich noch mehr gehört? Herr Redmond hat Herr Blake auf Schadensersatz verklagt. Entschuldigung, aber leider herrscht keine Gerechtigkeit. Donald Blake hat dank seiner treuen Anwälte gewonnen. Welch Ironie, dass außer ihm in dieser Stadt noch jemand Geld verdienen kann. Ach, und die Polizei tut nichts, obwohl Bart den Einbruch in ihr Haus zugegeben hat. Ja, der wird wahrscheinlich mit den Bullen zusammenarbeiten, ne? Vermute ich. Okay, gibt's hier da. Hier ist schon wieder so eine Statue. Keine Ahnung, was das bringen soll. Okay, die Statuen müssen wir hier draufsetzen, aber was soll das bringen? Ah, ich muss noch eine Statue finden. Eine noch, wie es aussieht. Hier ist noch eine. Gucken wir mal, hier reinkommt. Nee. Na gut, dann setz mal die letzte Statue noch drauf. Ich sag keine Ahnung, ob das jetzt die richtige Reihenfolge hier ist. Es hat sich was geöffnet. Alter, was ist das? Ist das ein verschicktes Spiel, ohne Witz. Also es hat eine geile Atmosphäre auf jeden Fall. Aber... ja, jetzt irgendwie gruselig ist es nicht wirklich. Wahrscheinlich müssen wir hoch. Ne. Okay, sind wir hergekommen? Dann müssen wir hoch, ja. Oh Mann. Was hat doch dieses komische Monster? Was hat es mit diesem Monster auf sich, wo wir vor uns gesehen haben? Das wird mich interessieren. Okay. Gut, hier gibt es wieder Batterien.
Sehr schön. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Okay. Gibt's hier irgendwas? Hier komme ich auch rein. Aber es ist geil gemacht auf jeden Fall. Die Umgebung und so. Diese herunterkommende Schule. Also ein cooles Setting auf jeden Fall. Muss ich sagen. Okay. Was das schon wieder ist. Ich weiß es nicht, was der Typ da immer alles einsammelt. Gibt es nochmal Batterien? Interessant. Schon wieder ein Schlüssel. Für was auch immer. Also diese Rätseleinlagen finde ich auch relativ cool. Es ist zwar nicht so schwere Rätsel, sind relativ simpel, aber es macht Bock. Bitte unterschreiben, wenn Sie zustimmen, dass Bart Blake endgültig der Schule verwiesen werden soll. 1 bis 200, alle Namen mit Unterschrift. Oha, die haben sogar eine Petition gestartet. Dass er von der Schule verwiesen werden soll. Krass, Alter, der muss aber richtig Scheiße gebaut haben. Weil sie haben sich letztendlich alle gegen ihn verschworen, das weiß ich nicht. Krasser Scheiß. Geht's nicht rein. Geht's auch nicht weiter. Krass, hey. Gibt's hier irgendwas? Hier ist nochmal eine Kamera. Das ist schon die dritte. Ich vermute mal, dass es 6 Kameras gibt. Also sprich für jedes Kapitel eine Kamera. Hätte ich jetzt als Entwickler halt gemacht. Okay. Schauen wir uns hier mal um. Alter. So. Ich frage mich halt immer noch, was das für Scheiße da draußen ist am Fenster. Irgendein riesiges Monster. Okay, das ist nochmal ein Tagebuch. Liebes Tagebuch, es gibt mehr schlechte Nachrichten. Mir reicht es. Obwohl wir 200 Unterschriften von Schülern und weitere 200 von Eltern und Lehrern gesammelt haben, lehnt die Schulverwaltung den Verweis von Bart ab. Sie haben Angst vor Donald Blake, seinem Vater, der diese Stadt beherrscht. Hier, da ist auch nochmal eine Kamera, okay. Alles klar. Interessant. Okay, hier ist wieder ein Rätsel, aber das ist nicht so schwer zu lösen. Ich vermute mal, dass es Education heißt. Grazel. Was hat sich jetzt geöffnet? Hä? Was hat sich jetzt hier geöffnet? Frage ich mich.
Hä? Okay, ich habe keine Ahnung. Irgendwas hat sich auf jeden Fall geöffnet, aber ich weiß nicht was. Das haben wir ja schon gelesen. Hä? Da hat sich draußen irgendwas geöffnet. Das ist halt nicht. Vielleicht die Tür? Nee. Komisch. Ah. Jetzt sich. What the fuck, Alter? Okay, hier hat sich was geöffnet. Batterien wären ganz cool, dankeschön. 200 Schüler verlassen Schule aus Protest, weil Schulbehörde den Verweis von Bart Blake verweigert. Ist klar. Also dieser Bart Blake war auf jeden Fall sehr, sehr beliebt, muss ich sagen. Krass. Der war echt extrem beliebt. Okay. 200 Schüler, 12 Lehrer und weitere Angestellte kommen nicht mehr in die Schule. Sie sind alle an einer anderen Schule gewechselt, wo sie auf eine dauernde Verbleib bestehen. Die Schule wurde nun endgültig geschlossen. Heute sieht man im Vorbeigehen ihren Verfall. Unsere Reporter schauten kurz hinein, kehrten aber gleich wieder aufgrund des Morders und weil ihre Taschenlampe kaum Licht in das Dunkeln brachten. Okay. Uah! Alter! Holy shit, hey. Okay, jetzt habe ich mich das erste Mal erschrocken. War jetzt zwar relativ billiger Jumpscare, aber er hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Okay. Gut, allzu viele Kapitel gibt's nicht mehr. Wir sind jetzt hier schon im Kapitel 5. Also im vorletzten Kapitel auf Deutsch gesagt. Okay. Wieder eine Kamera, ist schon dieses fünfte jetzt. Wie gesagt, ich weiß echt nicht, für was die Kameras da sind. Hier kann man runter. Bleiben aber erstmal oben und schauen uns hier oben. Hier ist noch eine einzige Tür, die leider zu ist. Okay, gibt es nochmal Taschenlampenbatterien. Ist auf jeden Fall eine coole Idee mit den Batterien. Man findet schon relativ viele. Und dass die Batterie halt nach und nach leer geht, ist ja auch eigentlich realistisch. Und das finde ich schon cool. Okay. Geht's auch rein? Ich habe jetzt gerne erstmal hier umschauen. Hier ist zwar nix. Hey, warum kann ich dann da rein, wenn hier nichts ist? Mal die aufmachen? Ne. Kann ich hier rein? Da ist zu. Gibt es nochmal Batterien? Hallo? Ist auch zu. Okay.
Können wir hier nochmal schauen. Komme ich auch nicht rein. Dann ist das ja hier der einzigste Weg, wo ich lang kann. Na gut, geh mal da lang. Oh, die Turnhalle. Oh ja, geil. Also Sport habe ich in der Schule immer geliebt. Ohne Scheiß, es war eines meiner Lieblingsfächer. Sport war immer richtig geil. Zumal man konnte immer aussuchen, was man gerne machen möchte. Wir haben meistens natürlich immer Fußball gewählt. Was wahrscheinlich die meisten von euch auch gemacht haben. Und ja, das hat immer sehr, sehr viel Bock gemacht, auf jeden Fall. Da habe ich auch immer relativ gute Noten bekommen. So, sechste Kamera. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, was euer Lieblingsfach in der Schule war. Das würde mich auch mal interessieren. Was ich am meisten gehasst habe, war Sport. Physik, Chemie war nicht so meins. Englisch habe ich ganz gerne gemocht. Deutsch war auch richtig, ja, war auch nicht so geil. Religion war auch nicht so geil. Also Sport, Englisch. Hallo? Ah. Man kann gar keine Batterien mehr aufnehmen. Also er nimmt auf jeden Fall keine Batterien mit. So als Proviant oder sowas in der Art. Okay, haben wir nochmal ein Tagebuch. Liebes Tagebuch, ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Einerseits ist es toll, andererseits ist es falsch. Eine meiner Klassenkameraden ist in Frau Redmans Haus eingebrochen. Sie lebt offenbar in der Nähe der Schule und er hat sich an dem Tag krank gemeldet. Verdächtig, oder? Jedenfalls hat er uns Nacktfotos von ihr gezeigt. Wahnsinn. Er meinte, sie hätte gerne Model gestanden, aber komisch, dass sie nie direkt zur Kamera schaut. Gut, sie ist kein junges Gemüse mehr. Aber trotzdem hübsch. Ich meine, ich wäre stolz, wenn ich auf Fotos so aussehen würde. Und Jungs, interessiert sich nun mal für Frauen, oder? Okay, also ins Haus sollte man vielleicht nicht unbedingt einbrechen. Das hätte ich jetzt sagen. Okay, hier geht's auch rein. Das scheint die Umkleiden zu sein. Mehr gibt's hier nicht. Okay. Interessant. Und da ist nochmal eine Kamera. Die letzte Toilette geht immer nicht auf. Was für ein Zufall. Geil. So, liebes Tagebuch, ich habe nur Gerüchte gehört, dass Nacktfotos von Frau Redman kursieren. Erst war ich nicht weiter besorgt. Schließlich muss sich ja keiner schämen. Unter anderen Sachen sind wir alle nackt, oder? Aber heute früh habe ich meine E-Mails gescheckt und da waren 10 Fotos von Frau Redman in aller Pracht. Mir war unwohl, aber ich gebe zu, ich habe geschaut und sie dann gelöscht. Aber in der Schule wurde schon getratscht. Ich glaube, die Fotos gingen an alle. Das lief aus dem Ruder. Ich glaube, Bart war wütend über das Sitzenbleiben, ist bei ihr eingebrochen und hat sich heimlich aufgenommen. Wir hatten nur noch eine Woche und wollten schon das Jahr abschließen. Echt jetzt? Sind wir da echt eingebrochen? Oha, alles klar. Was geht ab? Okay. Die Batterien lassen wir jetzt erstmal noch liegen. What the fuck? Was ist das da hinten für ein Spiegel? Krasser Scheiß. Okay, ist auch nochmal ein Tagebuch. Heute ist alles noch schlimmer. Nicht nur, dass das Schuljahr fast vorbei ist und jeder die Nacktfotos von Frau Redman bekommen hat, gestern hat sie davon erfahren und ist zusammengebrochen. Der Direktor musste sie zu ihrem Auto bringen. Die meisten von uns waren schockiert. Ich habe Getuschel aus den hinteren Reihen gehört.
Heute hatten wir keinen Lehrer. Sie kamen nicht in die Klasse. Sie konnten weder vor ihre Kollegen noch vor ihre Schüler treten. Es war so ihr so peinlich. Am Ende der Klasse kam der Direktor, um uns zu sagen, dass die Schule für dieses Jahr aus sei und uns mitzuteilen, dass Frau Redmond aufgrund ihrer Depression Selbstmord beginnt. Nein! Oha! Scheiße! Nee, oder? Die hat sich echt umgebracht. Alter, wie scheiße ist das denn? What the fuck, ey? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Ist klar, hier geht's einfach mal weiter. Was ist das, Alter? Okay, ich gehe gleich da lang. Ich möchte vorher aber erstmal noch gerne woanders reingucken. Na gut, hier geht's aber auch wirklich gesagt gar nicht weiter. Na gut, dann müssen wir hier lang. Hier ging es ja nicht rein. Und ah, hier kann man noch Batterien mitnehmen. Interessant. Toll, hier geht's gar nicht weiter. Ich glaube ja, dass wir vielleicht irgendwas im entweder im in der Umkleide finden. Also sprich hier. Ne, nicht hier, sorry. Hier war's. Dass wir hier irgendwas finden. Oder irgendein Rätsel lösen müssen, keine Ahnung. Aber hier ist auch nichts. Gut, hier ist zwar ein Spind umgeflogen, aber ich kann hier drin nichts machen. Na gut, dann müssen wir wieder zurück. Komisch. Hier sind nochmal Batterien. Nehme ich natürlich mit. Hier waren wir noch nicht. Ja gut, ich vermute mal, dass das da hinten dann der Weg ist, wo wir wahrscheinlich lang müssen. Alter, schreck mich doch nicht so. Aber wir können vielleicht auch noch mal runtergehen. Hier gibt es ja noch einen Weg nach unten. Oder was noch? Nee. Hä? Aber was ist hier? Einfach mal gar nichts. Ne. Okay. Geht's auch nicht rein. Ist alles zu. Komplett zu alles. Gab es ja auch nichts. Aber auch zu. Genau. Hä? Also es muss ja wieder irgendein Rätsel sein. Was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Kommen wir denn noch höher? Ne, hier sind wir ja hergekommen. Eigentlich nur zur Sporthalle. Ich wüsste nicht,
gesagt, es gibt keinen anderen Weg. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Nö. Hier ist halt noch was zum Lesen, aber das haben wir ja schon gelesen. Hier gab es auch nichts. Hier vielleicht noch irgendwas zu finden, außer die Kamera. Sieht aber auch nicht so aus. Hm. Nee. Komisch, komisch. Hier war auch nichts. Die Tür ging ja gar nicht auf. Nö. Hier ist noch ein leerer Pult. Bringt mir aber auch nichts. Was sollte ich? Ah, ich muss das Gehirn zerschneiden, oder was? Ach du Scheiße. Nö. Wo war dieses komische Gehirn? Ich glaube, das kam hier vorne, oder? War das nicht hier irgendwo? Mit dem Gehirn? Alter, schreck mich doch nicht jedes Mal, Mann. Hä, wo war das? Überleg grad. Es muss ja doch, es muss ja hier irgendwo gewesen sein. Oh Mann, ey. War das nicht hier irgendwo? Boah, ich weiß es nicht mehr. Hier war's. Hei, hei, hei. Okay, hei. Ich suche das scheiß Gehirn ewig und dabei ist gleich nebendran. So, Leute, letztes Kapitel. Kapitel 6. Geil. Das ist sehr einladend.
Okay, was soll ich hier machen? Laut einem Gerücht kann man, wenn man die Schule besucht, Frau Redmans Überreste durch die Gänge streifen sehen, wie sie alle Schultüren abschließt. Mit reichlich Glück entkommst du den Klassenzimmern. Ansonsten wird Frau Redmans Kadaver dich auf ewig einschließen. Der Keller ist am gefährlichsten. Laut Polizei ist dort Betreten auf eigene Gefahr. Aber man sollte besser fernbleiben. Was soll ich jetzt hier? Hä? Okay. Kamera 8. Cool. Das ist der Ausgang oder was? Kann sein, dass wir da vielleicht rein müssen. Ich kenne mich mit dem leider nicht aus. Na gut, ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir uns jetzt irgendwas gleich verfolgen wird. Da gehe ich sehr stark von aus. Ach so, wir können ja gar nicht hoch. Hä? Was will ich jetzt hier? Ist die Frage. Scheint es da Ausgang zu geben. Keine Ahnung. Welche Reihenfolge das sein muss. Ein Hinweis. Überreste, Gängestreifen. Ne, das habe ich ja jetzt schon. Ich blick's gerade nicht. Wenn hier jetzt kein Gegner rauskommt, dann weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Das da vorne ist auf jeden Fall irgendein Rätsel, das ist mir schon klar.
aber wie, in welche Reihenfolge das kommen muss, ich weiß es nicht. Klar ist, man kann alle drei drehen. Ist halt hier die einzigste Interaktion, wo ich machen kann in dem Raum. Ansonsten, ich wüsste nicht weiter. Hat man denn irgendwie ein Inventar oder sowas? Was haben denn mit den Lichtern auf sich? Hä? Geht immer gleich an. Das hat doch irgendwas mit den Lichtern zu bedeuten. 2, 2. Ohne Witz, ich blick's nicht. Zwei. Das ist das dritte wahrscheinlich, also das ganz oben. Gute Frage. Wir können es ja mal kurz aufschreiben. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wir können ja mal. Geht das Licht dann immer gleich an? Das ist die Frage.
holen. Zweimal lang. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, was ich da aufschreibe. Ich blick's immer noch nicht. Also es hat auf jeden Fall irgendwas mit den Lichtern hier zu tun, aber ich habe keine Ahnung. Wie in welche Reihenfolge? Oh, fuck, Alter. Holy shit, was geht ab? Okay. Wie soll man das bitte schaffen? Alter, okay. Übertreibt halt eure Lage. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Verschmut mal, wir müssen diesen roten Knopf da auf jeden Fall. Aber welche Reihenfolge? Wahrscheinlich nach unten beide. Ah, alles klar. Ist das viel schneller? Ja. Ich glaube ja. Alter, verpiss dich, ey. What the fuck? Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Meine Fresse. Ich glaube, wir haben's durchgezockt. It took some work, but eventually I escaped all the locked rooms in the school. I saw the light and headed towards it. And finally, here I am outside, gazing up at the abandoned school with only one eye. I narrowly escaped just in time, for Mrs. Redmond's flesh was eager to take more from me. I had my fair share of justice with the loss of my eye, just before escaping. And how hilarious that Mrs. Redmond always questioned that there could be something wrong with my eyes, how I should visit the optometrist, as that might be the reason for disrupting her classes. Oh mein Gott, Leute. Okay, Leute, wir haben's durchgezockt. Education. Ja, es war ein kleines Indie-Horror-Game. Wie gesagt, man konnte jetzt auch nichts Spektakuläres erwarten. Das kostet ca. 3 Euro. Aber so einmal durchspielen war es ganz cool. Waren ein paar geile Rätsel dabei, wo ein bisschen die, ja, ein bisschen aufgelockert hat, die Stimmung. Ansonsten atmosphärisch war es sehr gut. Es hätten mir ein paar mehr Jumpscares sein können. Und grafisch kann man nichts sagen, Unreal Engine 4 ist sowieso immer ziemlich gut. Und ja, was lehrt uns dieses Spiel? Seid immer nett zu euren Mitmenschen, weil früher oder später, ja, bekommt man alles zurück im Leben. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und
Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der Creepy Games ist raus.